meine Lieben, da bin ich wieder. Heute möchte ich euch, ich habe mir noch was Schönes bestellt. Und zwar noch ein paar neue UV-Polishes von Nails.de. Und die Farben möchte ich euch jetzt ganz gerne zeigen, als Ergänzung einfach nur. Und deswegen folgt mir. So, da bin ich wieder. Da sind sie, meine kleinen Süßen. Also, ich habe zwar schon genug Farben, aber von den U-Polish oder UV-Lacken, Duo-Polish und so weiter benutze ich im Moment ganz gerne, weil der Frühling steht ins Haus und ich mache ja auch die Fußpflege. Und von so her, dafür eignen die sich natürlich auch hervorragend, weil auftragen, aushärten, fertig. Ne? Mhm. So, und ich habe mir da noch ein paar neue Farben bestellt, wie gesagt bei Nails.de. Und das sind sie hier. Das sind hier insgesamt 9 Farbgele und noch ein U-Finish High Gloss. Also ein Versiegeler. Und zwar sind das die Farben I Love Pink, Barbie Pink, Pistachio Cream, also Pistachio Creme, dann Sweet Flamingo, Colorado Spring, Ship Ahoy, also ein schönes Navy Blue, Bon Voyage, das Gold Rosy Glow, das ist bestimmt nur so ein Effektlack. Und das Bermuda Triangle heißt das. Und die Farben werde ich euch jetzt auf ein Farbrad auftragen, damit ihr das auch seht. Ich mache mir jetzt das mal auf so einen hier drauf. Und dann werden wir mal eine nach dem anderen machen. So, dann wollen wir mal gucken, mit was wir anfangen. Wir fangen mal an mit dem I Love Pink. Also das, ich habe ja auch schon einige, ich zeige euch die eben auch. Und zwar habe ich ja von Studio Max auch schon welche da. Die habe ich euch vereinzelt auch schon gezeigt. Also normales Schwarz, Weiß ist ganz logisch. Hier haben wir noch ein Blackberry. Das sieht man hier wirklich. Ich weiß gar nicht, ob ihr es erkennen könnt. Das ist ein ganz, ganz dunkles Aubergine-farbenes Lila. Dann das Pink Bubblegum. Das ist natürlich mega genial. Hier ist nochmal schwarz. Muss ich ja immer genug da haben. Dann das Rouge. Das hat einen leichten Glimmer-Effekt drin. Lipstick Red. Und das Hot Kiss. Ne? Also von Pink muss ich ja immer genug da haben. Und da habe ich natürlich dann jetzt nochmal 2 Ergänzungen dazu. Oder 3, glaube ich sogar. Ne, dieses I Love Pink und so weiter. So, die stelle ich mir nochmal wieder eben weg. Weil dann müsste ich eigentlich für die Füße auch genug da haben. So, Weiß und Hot Kiss. Und Pink Bubblegum. Ich glaube, das Hot Kiss. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Barbie Pink. Warte mal, welche habe ich mir denn? Jetzt bringe ich das nämlich hier, nämlich genau 2, 4, 6, 8, 9 habe ich mir bestellt. Die habe ich schon da gehabt, das Hot Kiss. Das ist auch eine sehr schöne Farbe. So, die habe ich nämlich schon da. Dann fangen wir jetzt mal an. Und zwar mit dem I Love Pink. Vorher nicht vergessen, bei denen ist immer ganz wichtig, dass man die ordentlich vorher schüttelt. Und dann fangen wir mal hier oben in der Ecke an. Oh, da ist noch Glimmer mit drin, ist geil. Entschuldigung, ich benutze immer dieses böse Wort. Sehr schöne Farbe. Schön für den Sommer. Herrlich. Da habe ich ein Fussel, wie immer. Aber so. So. Also die deckt auch schön die Farbe, glaube ich. Nur habe ich die hier auf weißen Untergrund, aber habe ich eben mal wieder ein bisschen gekleckert. So. Ist aber eine super tolle Farbe mit auch mit einem Glimmer drin, so ähnlich wie das, was ich jetzt habe, nur etwas farbintensiver.
und ist für gut befunden. Dann nehmen wir das daneben gleich mal das Barbie Pink. Ich schüttel das auch noch mal eben. Oh, Halleluja. Das sieht hier fast aus wie Wassermelone, aber das ist jetzt ohne Glimmer. Das kann sich mit dem anderen hier fast gleichsetzen, nur dass bei dem anderen Glimmer mit drin ist. Bin ich hier im Bild. Ja, doch, es weicht noch etwas ab. Dann nehmen wir jetzt daneben mal das, damit wir farblich schön auseinander sind, das Pistachio Cream. Das hatte ich vorhin schon mal geschüttelt. Das ist natürlich richtig schöne Frühlingsfarben jetzt, ne? Das kann ich mir auch also auf Füßen und Händen sehr gut vorstellen. So ein Pistaziengrün. Wunderbar. Das haben wir auch. Dann nehmen wir jetzt mal hier dieses Sweet Flamingo. Also das geht wahrscheinlich jetzt so ein bisschen in dieses, genau. Auch die, ich liebe diese Farbe auf den Nägeln. Und auf den Füßen. Sieht das mega. Oh, jetzt kleckere ich auch noch hier rum. Ich bin ja vielleicht eine alte Matschtante. Muss ich gleich mal wieder sauber machen. Aber natürlich auch eine super geniale Farbe. Und dann mache ich das mal eben sauber. Das mache ich jetzt noch mal eben zu Ende hier. Und dann bin ich gleich wieder da. So. Dann machen wir mal weiter. Stell mal scharf hier. So. Ich hoffe, die Kamera fängt diese Farbe richtig ein. Die knallt richtig. Dann nehmen wir jetzt mal das Colorado Spring. Und ihr seht ja auch, wie schön wunderbar glatt die sich ziehen. Wunderbar. Dann kommt dazu das Chip Ahoy. Ne? Das wird ein schönes, oh, ein tolles Royal Blau. Das habe ich noch nicht geschüttelt. Ne? Ich merke das ja sofort beim Auftragen. Noch mal einmal schütteln. Mal von so her. Könnt ihr das sehen? Ja, ne? Meine Tochter liebt ja dieses Blau. Nicht wundern, mein Hund guckt um die Ecke. Die meinte, sie müsste mal wieder gucken, was Frauchen macht hier. So, das war das Blau. Dann haben wir jetzt noch Bon Voyage. Auch nochmal schütteln. Ich schüttel mal die anderen auch gleich nochmal mit. So, Bon Voyage. Oh, das ist ein schönes helles Blau. Genau, schmeiße ich den auch noch um. So.
Und das mit links. Wisst ihr ja Bescheid, ne? So, das haben wir auch. Dann haben wir jetzt das Bermuda Triangle. Jetzt probiere ich es mal wieder so rum. Ich so jetzt um die Ecke rum muss, so dass ihr das auch seht. Das ist so ein richtig schönes, dunkles, ist auch, glaube ich, eine mit diesen Trendfarben dieses Jahr. Wie sagt man dazu noch? Oh, ich komme auf den Namen jetzt nicht. So, sieht auch sehr schick aus. Ihr müsst dem Lack dann natürlich auch immer einen kleinen Moment Zeit geben, um auch wirklich sich ein bisschen glatt zu ziehen. Ganz klare Geschichte. Ich drehe mir das jetzt nochmal, weil die ja jetzt alle nicht ausgehärtet sind. So. Auch eine sehr schöne Farbe. Muss ich sagen. Da habe ich schon wieder rumgematscht mit der anderen Farbe. Und das Gold, wie heißt das? Goldie Rosy Glam. Das mag ich, mag das ja gerne. Und zwar dieses mit dem Roségold, ne? Glimmer, Glimmer. Kann man, glaube ich, auch wunderbar über eine andere Farbe drüber ziehen. Ich zeige euch das gleich nochmal. Ja, sieht sehr gut aus. Gefällt mir auch sehr gut. So. Ich zeige euch die nochmal. Ich hoffe, die Kamera fängt das ein. Und doch tolle Farben, oder? Richtig schnicki schnicki. Ich finde sie toll. So, ich gebe die gerade mal einmal zum Aushärten. Und dann tragen wir gleich hier nochmal das Finish High Gloss auf. Ich bin gleich wieder bei euch. So, da bin ich wieder. Also. Die UV-Polishes haben hinterher eine kleine Schwitzschicht, das heißt, es sind keine Glossy-Gele. Zur besseren Haltbarkeit solltet ihr die auch immer noch mal versiegeln. Dann glänzen sie auch schön lange. Das mache ich jetzt hier mit dem Finish High Gloss, der dann noch mal ausgehärtet wird. In der UV-Lampe 120 Sekunden. LED-Lampe geht natürlich schneller, je nachdem, was ihr für ein Modell da habt. Und da bleibt nachher auch eine kleine Inhibitionsschicht übrig. Und die braucht ihr praktisch einfach nur abcleanern. Das natürlich auch immer schön auskühlen lassen, wisst ihr ja. Aber ich sage es lieber immer noch mal. Da habe ich nämlich schon bald zu viel drauf. Da braucht man gar nicht so viel. Mal gerade alle Farben hier machen. Kann ich die auf dem Farbrad drauf lassen und mache gleich die restlichen drei von den anderen noch dazu. So.
Also dieses Rosie, das gefällt mir auch echt. Das sieht echt auch so auf den Nagel echt geil aus. Weil wenn die Sonne drauf fällt, dann glitzert das noch so rosa mit. Ich liebe das schon wieder. So, ich lasse das noch eben einmal aushärten. So, jetzt cleane ich das quasi einmal ab. Zack, zack, zack. Und schon ist mein Farbrad, abgesehen davon, dass ich hier an der Seite gekleckert habe, einmal fertig. So, hier nochmal die Farben. Könnt ihr das schön sehen, wie das glitzert hier? Ich muss mal eben, dass die Kamera hier scharf schaltet. Und dann habe ich meine Farben wieder ergänzt. Wahrscheinlich eben noch nicht so überall hingekommen, ne? Ja. Dann bedanke ich mich bei euch. Und bis zum nächsten Mal, eure Claudi. Tschüss.